Sehr geehrte Frau Staatsministerin Grütters, lieber Präsident Patzinger, liebe Kolleginnen und Kollegen. Als Verantwortliche für das Verbundprojekt Museum 4.0 möchte ich Sie alle sehr herzlich begrüßen. Als wir die Konferenz im Frühjahr geplant haben, hofften wir, hier viele Interessierte vor Ort begrüßen und mit ihnen gemeinsam über unser Projekt und seine bisherigen Ergebnisse sprechen zu können. Auch wollten wir Ihnen Gelegenheit geben, die im Projekt von den Verbundpartnern entwickelten Anwendungen auch auszuprobieren. Da Deutschland zurzeit die Ratspräsidentschaft hat, sollte die Tagung mit Gästen aus dem europäischen Ausland hier vor Ort in Berlin in der James-Simon-Galerie und im Haus Bastian der Staatlichen Museen zu Berlin stattfinden. Bedingt durch die Covid-19-Pandemie ist dies in dieser Form nun leider nicht möglich. Einige unserer Referentinnen und Referenten sind heute hier vor Ort. Andere werden wir in unserer Digitalkonferenz heute und morgen zuschalten. Und unser Publikum kann leider nur digital dabei sein. Auch wenn der Schwerpunkt nun auf deutschen Beiträgen liegt, freuen wir uns, dass wir drei internationale Beiträge gewinnen konnten. Zum einen wird Elisabeth Rosenberg von NEMO, dem Network of European Museum Organizations, von den Ergebnissen, die von NEMO der von NEMO durchgeführten Umfrage zu Auswirkungen von Covid-19 auf die Museen berichten. Zum anderen freue ich mich, dass sowohl Marinos Ioannidis aus Zypern wie auch Susan Hassan aus Israel zu uns sprechen werden. Wer sich für die Konferenz registriert hat, kann aber wenigstens die Funktion des Chats nutzen und damit Fragen an die Referentinnen und Referenten stellen. Sollte es mehr Fragen geben, als wir im Rahmen der vorgesehenen Zeit beantworten können, werden wir diese gerne anschließend in unseren Blogbeiträgen aufnehmen und beantworten. Der Schwerpunkt unserer Konferenz bilden die Vorstellungen der im Projekt entstandenen Anwendungen. Wir wollen zeigen, dass wir im Verbund voneinander lernen konnten und dass wir unsere Erfahrungen gerne an Dritte weitergeben. Nachdem vor einigen Wochen klar war, wir können wirklich keine Hybridveranstaltung durchführen, also mit einer kleineren Gruppe an Teilnehmerinnen und Teilnehmern vor Ort und anderen online, haben wir überlegt, dass wir in einer ersten Runde mit Hilfe von kurzen Filmen, vorgestellt durch die Teilprojektleiterinnen und Leiter, zunächst einen knappen Überblick geben, was in den einzelnen Teilprojekten erarbeitet wurde, als Einstieg in unsere zweitägige Tagung. Anschließend wird zu unserer Freude der Generalintendant der Stiftung Humboldt-Forum im Berliner Schloss, Hartmut Dorgalow, den Keynote-Vortrag halten. Bedingt durch die Vorgaben des Hygienekonzepts müssen wir nach jeweils 90 Minuten das Auditorium für mindestens eine halbe Stunde zu Lüftungszwecken verlassen. Damit unsere Online-Zuschauer die Pausen nicht zu lang werden, schließlich kann man den Pausen nicht wie gewohnt zum angeregten Austausch untereinander nutzen, nutzen wir die Pausen, um die Kurzfilme nicht nur der Verbundpartner, sondern auch von einer ganzen Reihe von assoziierten Partnern zu zeigen. Aber die Konferenz kann auch wenn man sich nicht registrieren will, über YouTube verfolgt werden. Die Beiträge werden auch später auf unserer Webseite zugänglich sein. Wir hoffen daher, dass, wenn auch nicht heute und morgen, doch in den nächsten Wochen und Monaten ein breiter Zugang zu unseren Ergebnissen möglich sein wird. Zunächst sehen Sie einen ersten kurzen Film, der das Projekt vorstellt und über die Arbeit des Teams an der SPK berichtet. Dann gehen wir in der Reihenfolge unserer Teilprojekte vor. Das heißt, nach unserer Einleitung, die die Arbeit des Teams aufzeigt, beginnen wir mit den Staatlichen Museen zu Berlin, gefolgt vom Auswandererhaus, danach das Deutsche Museum, die Fastnachtsmuseen, das Senckenberg-Museum und die Stiftung Humboldt-Forum im Berliner Schloss. Hier nun also zuerst ein kurzes Video zu unserem Koordinationsteam, angesiedelt an der Hauptverwaltung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Das Projekt Museum 4.0 ist ein Verbundprojekt mit einer Gruppe von Museen als Partnern über die Naturwissenschaft, die Kunstwissenschaft, Museen, die sich mit Fragen des immateriellen Kulturerbes befassen. Und im Projekt geht es darum, dass wir Bildung und Vermittlung durch digitale Technologien unterstützen, erweitern, ergänzen wollen.
Mein Team und ich an der Stiftung Preußischer Kulturbesitz hat die Aufgabe, die verschiedenen Partner miteinander zu vernetzen, den Austausch zu befördern und zu schauen, wie das, was innerhalb der verschiedenen Teilprojekte entsteht, miteinander zusammengeführt werden kann und dann in einem breiten Maße zunächst untereinander diskutiert und dann aber auch einer breiten Museumsöffentlichkeit zugänglich gemacht werden kann. Wir sind deshalb auch nicht nur im Austausch untereinander, sondern wir kommunizieren mit Museen, Museumskolleginnen außerhalb des Verbundes. Wir haben im Rahmen der 3 Jahre, die das Projekt jetzt schon läuft, eine ganze Reihe von assoziierten Partnern hinzugewonnen, die interessiert sind an der Arbeit von Museum 4.0 und deshalb aktiv mitarbeiten. Wir organisieren Verbundtreffen an unterschiedlichen Orten bei den verschiedenen Partnern, aber auch Workshops für Museumskolleginnen und Kollegen, Symposien, Tagungen. Es sind ja ganz große und es sind kleine Häuser beteiligt, sodass das Spektrum wirklich sehr breit ist und man immer wieder voneinander lernen kann. Die Besucherforschung ist ein ganz wichtiger Teil. Was brauchen denn eigentlich unsere Besucherinnen und Besucher? Was wollen wir denn vermitteln? Worum geht es denn? Erst dann stellt sich die Frage, was ist jetzt das geeignete technische Mittel, um dieses zu unterstützen? Und es sind viel mehr Dinge möglich, als man sich oft gewahr ist. VR, AR, 3D-Rundgänge, je nachdem, was eben die Zielsetzung ist in den einzelnen Häusern. Im Kontext von Museum 4.0 geht es ja darum, immer wieder zu unterstützen, dass das, was im Projekt gemacht wird, auch von Dritten nachgenutzt werden kann. Es gibt eben innerhalb des Projektes verschiedene Ebenen der Nachnutzung. Es gibt die Nachnutzung, dass man tatsächlich die Software nachnutzt. Es gibt die Nachnutzung, dass man die entwickelte Anwendung an anderem Ort nutzt und über unsere Kanäle wie eben die Webseite, aber eben auch wie den Blog oder andere Dinge, die Veranstaltungen, die wir organisieren, kommuniziert werden. Wir freuen uns auf die Herausforderungen, denn es gibt wirklich noch viel zu tun in diesem Bereich.